Ja, wie ich das hingekriegt, meiner Geburtsurkunde zu glauben. Das ist doch die Bestätigung für meine Geburt. Die Eltern haben auch gesagt, zu diesem Zeitpunkt bin ich aus der Scheide herausgeschlüpft und dann haben sie mir einen Namen gegeben und haben mich erzogen, sozialisiert und gefördert und so weiter. Und jetzt bin ich mittendrin. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es noch weitergeht. Und wenn dann meine Sterbeurkunde ausgestellt wird, kann ich die dann noch lesen, vielleicht als Geist, der dann über meinem toten Körper schwebt und sagt, hier, schau da, das war mein Todesgeburtsdatum, Sterbedatum, meine ich. Ja, was für eine faszinierende Vorstellung, irgendwann mal nicht mehr da zu sein. Aber vielleicht wirst du ja ewig wiedergeboren, weil du bist ja vielleicht das, was nicht geboren wurde und dann immer weiter träumt, dass es geboren wird. Sich immer einbildet, in deinem neuen Körper aufzuwachen, wieder als ein anderes Ich da zu sein und sich manchmal auch noch daran zu erinnern, dass es vorher ein anderes Ich war mit einer anderen dramatischen oder komödienhaften Geschichte. Vielleicht hast du ja mal als Eintagsfliege nur einen Tag verbracht. Das war ein intensiver Tag. Ich meine, geboren werden an einem Tag und dann fliegen und dann dich fortpflanzen. Und dann sterben, bevor deine Nachkommen aus den Eiern geschlüpft sind. Das war vielleicht spannend. Oh, du warst eine Schildkröte, die hat schon so viele Eier gelegt, weil sie ist ja 250 Jahre alt geworden und hat 700 Nachkommen gehabt. Von diesen 700 Nachkommen sind vielleicht nur 30, haben 30 überlebt und die anderen 670 sind von Haien und so weiter aufgefressen worden. Oder du warst eine Qualle, die einfach an den Strand geschwemmt wurde und dann vertrocknet ist, aber vorher hat's noch 2,5 Jahre im Meer verbracht, sich einfach nur treiben lassen und darauf vertraut, dass das Plankton in die Tentakel hineinfliegt und einfach die Versorgung gewährt ist. Nun, die Frage ist nicht, wer bist du, sondern bin ich? Ja, ich bin. Das Wer verändert sich nur immer wieder über die Zeit. Und du kleine Zeiträume wie 70, 80, 90 oder 120 Jahre, was sind die denn schon im Angesicht von Milliarden von Jahren, die schon vergangen sind und vielleicht auch noch vergehen werden? Und wenn ein Universum wieder in sich selbst verschluckt wird, dann wird es an der nächsten Stelle wieder neu geboren und dann geht es wieder ein paar Milliarden Jahre weiter. Ja. Oder ja. Oder auch nein. Nein, so kann es nicht sein. So war es nie, so wird es nie sein. Nein, 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 das will ich nicht haben. Und trotzdem, wer könnte sich selbst aufhalten in seiner eigenen Realisation?